was die meisten von euch nicht wissen, weil ich es nicht auf Instagram gepostet habe, ich bereite mich noch für einen dritten Wettkampf vor. Und das ist die Westdeutsche Meisterschaft im NAC. Da kann ich mich beim NAC für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren und das ist auch mein Ziel. Ich denke, ich kann es besser. Ich kann es besser als auf der Newcomer, ich kann es besser als auf der Hessen. Und deswegen mache ich das und ich zeige es mir und ich zeige es auch den Leuten, die sagen, ich kann es nicht. Also, schaut her. Das heißt, zwischen Hessen und die war am Sonntag und heute sind Montag, Dienstag und jetzt Mittwoch, weil wir am Mittwochabend vergangen und meine Form hat sich so verbessert. Check das ab. Mein größtes Problem war das Posing und die Posen halten. Ich bin übrigens jetzt gerade noch in der Peak Week. Heute ist Mittwoch, das heißt 12 Liter und erhebliches an Salz. Richtig krass. Wir haben jetzt Donnerstag, Abend um kurz vor 12. Und ich habe immer noch verdammt viel Wettkampffarbe drauf und ich muss sie jetzt runterkriegen. Und ich habe kein Peeling gefunden. Und jetzt benutze ich Zucker und guck mal, dass ich diese Scheiße hier abbekomme. Wenn ich das gemacht habe, dann muss ich noch 10-15 Minuten Posen halten üben. Das erste, was ich aufstehe morgens, ich übe Posing. Vor dem Training, nach dem Training, während des Trainings. Abends jetzt um kurz nach 12 dann wahrscheinlich mache ich auch nochmal Posing bis Sonntag Wettkampf durch und das wird eine ganz andere Geschichte. Na, wer hat sich für die Deutsche qualifiziert? Vierter Platz. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. So Leute, kleines, knackiges, schnelles Voice-Over über mein Posing hier auf der Bühne. Wer sich den letzten Vlog angeguckt hat von der Hessenmeisterschaft, dem wird aufgefallen sein, dass ich hier um einiges praller aussehe. Mein Posing ist besser und ich hatte auch, glaube ich, 700 Gramm mehr auf der Waage. Aber was mir wahrscheinlich auch das Genick gebrochen hat bei dem Wettkampf, ist das hier. Ich habe meine linke Latzseite einfach nicht aufbekommen. Vielleicht lag es an der Dehydration oder ich kann es nicht mehr genau sagen, wieso das passiert ist. Auf jeden Fall war es mit Sicherheit nicht so positiv. Bei dem Postdown hier lasse ich euch jetzt einfach mal ein bisschen alleine und schaut euch das bis zum Schluss an. Finde, die Form ist da sehr gut im Vergleich zu den anderen Wettkämpfen. Damit war ich eigentlich relativ zufrieden. Jetzt 18 Wochen und es kommt einfach nichts bei raus. Gar nichts. Hab's aber auf 3 Wettkämpfen versucht. Ich kann jetzt nicht mehr machen außer aufbauen. Aber was soll's. Red von der Kritik von Reka. Ja, mir hat eine Jurorin gesagt, dass das Einzige, was fehlt, ist Masse und das waren auch, das Feedback von allen anderen. Es nervt aber, weil ich reiß mir so den Arsch auf und ich weiß, dass ich es kann. Aber es reicht jetzt noch nicht.
Aber trocken bin ich wenigstens. Mehr kann ich nicht machen. Ich glaube schon. Das ist erstmal ein Double Biceps und dann. Und dann Abs and Thighs. Aber warte mal. Sauber, Mann. Gerne, Digga.